Lieben und schön, dass ihr am Start seid mit mir aus Hamburg an der Schanze. Ich werde auf Risikobasis rückwärts die Treppen runtergehen und euch kurz erzählen, was wir heute machen. Wir werden vier außergewöhnliche Formate bzw. Restaurants, Konzepte, nennt es wie ihr wollt, testen. Und zwar geht es los jetzt erstmal mit einer Sandwich-Pizza. Neapolitanische Pizza. Ihr werdet die Schnitzel sehen. Das ist so ein Konzept mit Schnitzeln auf verschiedene Art zubereitet. Also ganz special. Alles andere als irgendwie normal. Dann werdet ihr sehen Afro-Burger. So einen afrikanisch angehauchten Burger. Und ihr werdet sehen einen Dubai-Burger. Ja, so sieht das Ganze aus. Und wir legen los. Wolle. Bolle, Bolle, Cousin vom Onkel Holle. Da ist er, ja, da ist er. Bolle, 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 Molle. Baked Pizza Sandwich. Die sahen special aus in den Videos, die ich gesehen habe. So, hier nochmal kurz der Laden. Das ist ein ganz kleines, geschmeidiges Ding. Ich pixel sie aus, keine Angst, sie sind nicht zu sehen. Ja, ich kann nicht einfügen. Ja, okay, ihr seid eingefügt. Kann ich auch noch Nahaufnahme machen, oder? Bist du hier die Inhaberin eigentlich? Nee, ich mache die Storeleitung. Ah, okay, Storeleitung, okay. Geil, oh, der bläht sich ja richtig hart auf, ne? Ja. Hat man voll das Verlangen, jetzt reinzupieksen. Sehr geil, mega. Und jetzt kommt's richtig nasty, ne? Jetzt kommt's richtig nasty. Okay. Das ist schon der nastigste Teil. Ja, okay. Und jetzt kommt aber noch Coleslaw. Und das. Okay, so ist er fertig, ja? Cool. Alles klar, danke dir. Dann bis gleich. Jetzt geht das hier rund. Das sieht mal aus, ne? Sag mal ehrlich, das sieht mal aus, ey. Also Hamburger auf, ey. Auf, wenn das jetzt noch schmeckt. Das sieht doch mal prächtig aus. Also merkst du direkt, da wird ein... Oh, weiß ich nicht, ey. Ich setz das an, das ist schon was Besonderes. Ganz feiner, blättriger Teig. Erstmal merkt man das Chiliöl und richtig schön Chili-Aroma. Wirklich, als hättest du hier auch Chilis drin. Oder habe ich doch welche? Doch, ich habe ja doch welche drin. Was ist Chilis? So kleine Jalapenos habe ich hier drin. Da, seht ihr? Also das war ja schon wieder toll von mir. Geil, scharf, lieblich, dieser Teig. Außen knusprig, innen wie eine Wolke. Ich bin überwältigt, Leute. Das ist wirklich einer der geilsten Spots seit langem, Mann. Also ich check selber nicht, wie es manchmal ist, dass manche Sachen einem übersalzen vorkommen. Manche, die eigentlich augenscheinlich nicht weniger salzig sind, einfach nur vollmundig und geil. Du hast hier einfach so eine Geschmacksintensität. Die gehen ans Limit vom Mund, einfach nur in die Fresse. Dann kommt irgendwann die Pastrami, was nochmal richtig würzig wird. Das ist ein richtig schön würzige Pastrami. Und dann später kommst du in den langersehnten Fleisch-Taste rein, wo du endlich auch wirklich das Fleisch schmeckst. Und unten dann der Coleslaw bist. Das nochmal cremig, sahnig wird. Wie gesagt, schöne Säure und der Käse, der jetzt hier auch Fäden zieht. Phänomenaler Spot, den ich jetzt, wenn ich noch drei Stationen vor mir hätte, auseinandernehmen könnte. Oh, und jetzt ist sahnig kurz vor der Nachschieß einfach in meinen Mund nochmal Frieden stiftet von diesem Chili vorher, der Schärfe, die sich ausbreiten wollte. Also wirklich einfach geil. Kompromisslos geil, Mann. Snack das Ding jetzt auf und dann geht's zum nächsten Spot. So machen wir das, ey. Boah, da muss ich jetzt mal filmen, ey. Da ist nämlich heute komplett neue Eröffnung. Volles Fund voll. Ja, habt ihr lange Schlange gesehen? Wir testen das jetzt, ey. Das ist ein Konzept, das sehr begehrt ist. Früher hieß das, glaube ich, Mac in Schnitzel. Und dann mussten die wegen Namensrechten und so, wurden die wieder verklagt. Übliche Spieler haben ja schon oft bei Sachen gehört. Und was heißt verklagt? Also vielleicht wurden die auch nur gebeten, das zu ändern, bevor sie verklagt wurden. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall mussten sie es ändern. Und jetzt heißt es Mac and Schnitzel. Oder nee, was habe ich denn für Scheiße? Schnitzel, wie heißt das ja jetzt? Genau, so heißt es jetzt. Und das werden wir jetzt testen. Viele Schnitzelvarianten. Wisst ihr, nicht Schnitzel einfach um Teller und irgendwie so, wie es schon in etlichen Läden gibt, sondern so ganz special. Ich weiß gar nicht genau, was es alles gibt, aber ich weiß, dass es super, super, super special ist. So geil, moin, Bro. Geil, dass ihr mich schon vorher reinlasst. Man, das ist der gute Alpei. Ja, ihr macht jetzt hier auf. Ich habe eben schon gesagt, vorher hieß das ja Mac and Schnitzel damals. Wir haben die so umgeändert, ne? Genau. Ja, wegen einer riesengroßen Brand, sage ich mal, müssen sie den Namen ändern. Okay. Der andere Name, der Schnitzel, der ist auch geil. Der ist geil, der ist sehr geil. Oha, das ist aber ein kleiner Laden, ey. Oh, krass, ey. Ich weiß noch gar nicht, was ich mir vorstellen soll hier drunter, Mann. Nudeln mit Schnitzel ist denn genau, so Mac. Also wirklich auch nur Hähnchen. Ah, okay, verstehe. Deshalb jetzt hier Mac and Schnitzel. Okay, jetzt macht das alles Sinn und jetzt Schnitzeri. Ich möchte eine Sache probieren, weil ich vier Spots in diesem Video mache. Welche würdet ihr sagen, muss ich jetzt testen? Den Bestseller. Dann nehmen wir den Bestseller. Machen wir so. Okay, meine Schnitzel sind schon drin. Da kommt meine Beilage.
Ah, die sind schön kross, ey. Okay, komm, dann snacken wir schnell, bevor es kalt wird. Das wird schwer, mich zu konzentrieren, Leute, hey, aber ich schaff das für euch. Sag mal, mit der Crowd im Hintergrund, ne? Mit der Crowd im Hintergrund. Ja. Mit der Crowd. So sieht's aus, Leute. Und hier auch noch der hier. Also, Leute, ey, scheiße. Heute ist ein Tag, ey, mit special Sachen. Geiler Effekt, weil du diesen Coleslaw hast, der ist, sag ich mal, wie man Coleslaw kennt, aber diese Körnermischung da drauf mit dem Schwarzkohl, mit dem Sesam, gibt nochmal einen ganz anderen Touch dazu. Das ist wie eine Chili-Mayo, würde ich jetzt nennen, wenn ich nicht wüsste, was es ist. Schnitzel bleibt knusprig, auch sehr wichtig. Schärfe zieht nach, geht in den Rachen rein. Schon gute Schärfe, aber geil. Die Nudeln nicht zu intensiv, also man merkt wirklich dezent nur diese Käsenote. Dezent. Und nochmal mit dem Coleslaw. Wie mein Kollege Bernd sagen würde, ein Perfect Bite mit allem drauf. Also wirklich faszinierender Biss. Weiche Nudeln, dieses leicht käsige. Du hast den knackigen Coleslaw. Du hast trotz den ganzen Soßen und dem Coleslaw und der ganzen Flüssigkeit ein knackiges Schnitzel mit einer krossen Oberfläche. Im Hintergrund immer diese Würzigkeit, Schärfe. Gelungenes Ding, muss ich sagen. Geile Futur heute, jetzt schon. Beilage noch. Ich nenne sie mal die Parmesan-Pommes. Käsig, cremig durch die Soße. Diese eigene Würze auf den Pommes, ich nenne es jetzt mal so ein Touch von Kräutern, so minimal. Ich will jetzt nicht sagen von Maggi-Kräutern, aber so schon dieses Origanige. Origanige wahrscheinlich, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach würzig, scharf, paprikalassig. Einfach Geschmacksexplosion. In dem Sinne snack ich jetzt zu Ende und dann sehen wir uns beim nächsten Spot. Hier bei dem Spot, ey. Boah. Also wir haben heute Kracher. Ich sag euch wirklich, das ist ein verdammt starkes Ding, wenn ich das ranken müsste. Da musst du eine 9 von 10 geben. Das ist ein ultra starkes Ding. Wenn die Foodtour so weitergeht, dann wird das die stärkste Foodtour überhaupt. War wirklich sehr, sehr geil. Let's get it on, let's get it weiter. Let's get it to the next spot, Spotty Spotsen. Das wird dann die ultimative Foodtour, wenn die zwei Spots jetzt noch keinen. Die ultimative Hamburg-Foodtour. Ah, so würde ich es dann auch nennen, ey. Jetzt wird es den Dubai-Burger geben. Wir sind beim guten Memo. Ottensener Food Kitchen, die haben den Dubai-Burger. Yeah. Hammer, mehr geht nicht. Ah, das sind jetzt die Pistazien hier, ne? Okay, stark, stark, stark. Bin gespannt. Den Move wollte ich dem Memo abgewöhnen. Hat er gesagt, macht er eigentlich nicht mehr. Aber das war wieder der Move, wo die Saftigkeit rausgeht. Ist ja auch logisch, ne? Man sieht es ja. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, oder nicht, steht nicht zur Diskussion. Man sieht, wie der Saft rausgedrückt wird. Das würde ich mir wünschen, dass das raus ist hier. Habe ich mir mal auch gesagt. Meinte er, wollte er rausnehmen. Kommt tatsächlich ein bisschen Schokolade. Ich habe Memo schon gefragt, das soll sehr gut matchen. Ah, er ist sehr guter Kollege. Guckt ihn euch an. So, Leute, jetzt Nummer eins auch, der ist transparenzhalber. Memo, mit dem war ich schon in der Türkei, mit dem habe ich jetzt öfter was gemacht. Das ist ein Kollege von mir. Ja, ich muss das immer vorher sagen, aber natürlich werde ich hier jetzt komplett neutral bewerten. Ganz flauschig. Oben, das ist wirklich so, als wäre der von innen hohl, der Bann. Als allererstes kommt die Chili-Mayo durch, das allererste, was du schmeckst. Dann kommt ein ganz verrückter Geschmack, den ich noch nicht deuten kann. Und ganz präsent von der Haptik auch ist einfach dieses gefühlt hohle Bun. Also der Geschmack vom Innenleben, der wird getragen durch diese sauren Gurken. Die unterfüttern das die ganze Zeit, der trägt den Geschmack. Das ist so dieser Unterton von dem, was du sonst schmeckst. Leicht das Fleisch, diese Pistazien, die Schokolade, das Bun an sich, die Soßen. Aber durchgehend unterfüttert von den Gurken. Die Schokolade ist gar nicht so überwältigend, wie man denkt. Man sieht sie, sie ist optisch sehr präsent, aber ist halt nicht so, dass sie krass störend wäre. Sie ist da, kriegt irgendwie seinen Beitrag zum Geschmack, ist jetzt aber weder ein Upgrade noch ein Downgrade. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Boah.
Boah, frisch aus dem Laden raus, also Fazit. Ich bin Fan von manchen Dingern. Bei Memo zum Beispiel das Köfte-Sandwich, der Sujuk-Burger. Das ist einzigartig geil, wirklich stark, stark. Der hat da Bretter, will ich damit sagen. Aber dieser Dubai-Burger war nicht meins. Da möchte ich gar nicht ganz genau drauf eingehen. Muss sich jeder sein eigenes Bild machen, aber es hat einfach nicht meinen Geschmack getroffen. So muss man es dann einfach ausdrücken. Trotzdem, für jeden, der mal einen Special-Burger testen will, einfach mal testen, eigenes Bild machen. So würde ich das abschließen, so würde ich das abrunden. Und wir gehen jetzt zu Spot Nummer 4, zu unserem Afro-Burger. Ich glaube, mit Kochbanane auf dem Burger und so. Auch wildes, verrücktes Ding. Viel Spaß, wir sehen uns bei Runde 4. Ich stratze hier hoch. Scheiße. Scheiße, die Geschwindigkeit hat nicht gelangt. Oh, ne Kacke. So, ich bin wieder am Start. Puh, ich sehe da nichts. Doch, da vorne. Um die Ecke, ey. Also da muss man erstmal sagen, wer erwartet hier diesen Laden? Also, ich habe mich auch schon ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt. Wer hier aufmacht, muss maximal von seinem Konzept überzeugt sein. Nach dem Motto, mein Ding ist so gut, egal wo ich aufmache, die Leute werden kommen. Weil das hier ist wirklich, drücken wir es mal so aus, nicht die allerbeste Lage. Wenn hier jetzt überhaupt ein Laden ist oder ich bin völlig dumm im Kopf. Oh, hier ist so ein großes Ding, ey. Guck mal, wo das ist. Das sieht man nicht mal, dass hier ein Laden ist. Wie in einem Wohnhaus. Hier schon mal ein paar Eindrücke. Also ihr seid eine Fusion-Küche, westafrikanisch hattest du? Genau. Okay, ja, und ich brauche auf jeden Fall was mit afrikanisch angehaucht. Nicht, wo man sagt, oh, da ist jetzt nur so kleine Komponente, sondern das, was du sagst, da ist so richtig African Power drin. Gerne. Du hast Hunger für 5 mitgebracht. Habe ich. Hier ist unser Koch, der macht uns das Ganze dann. Und dann nehmen wir einen Burger, irgendwas mit Kochbanane, sagtest du, ne? Ganz genau. Ja, den nehmen wir dann. Geile Aussicht, ey. So, hier eine offene Küche. Anscheinend auch schönen Kuchen gibt es hier. Also ein Burger beim Afrikaner, also dass ich heute sowas Verrücktes essen darf, hätte ich nicht gedacht. Ob die es drauf haben, die Afrikaner mit einem Burger auch? Uiuiui. Ui, ui. Felix, come on, go to the station, guys. Come on, we're in the ship now. Da musst du manchmal richtig auf die Kacke hauen, damit hier alles läuft, ne? Ja. Ja, das wäre nicht mein Job. Machst es richtig geil, richtig Ansagen nach hinten, weil sonst läuft der Laden nicht, ne? Guck mal, es ist wie in so einer Fußballmannschaft. Ja. Wenn irgendjemand nicht mitläuft, dann leide ich die ganze Mannschaft auf uns. Ja. Und als Trainer musst du dann immer ein Auge dafür haben, für diejenigen, die da ein bisschen rumdumpeln. Da hast du recht. Aber geil, wie du sagst, wie hast du gesagt, we are on the ship now, we are on the ship now, oder wie hast du noch gerade gesagt? Ja, we are in the ship. We are in the ship now. We are in the ship now, so wake up, get ready, stuff like that. Stark, ey. Irgendwann vielleicht komme ich mal, mache eine Woche Praktikum bei dir. Mach das gerne. Geil, danke dir. Also ich würde sagen, genug gesehen, genug gelabert. Wir gehen jetzt in the ship now. Nein, das war jetzt euch falsch gesagt. Relaxing ist jetzt angesagt, jetzt wird sogar Jacke ausgezogen. Ja. Jetzt gönne ich mir das hier mal richtig fallen lassen. Jetzt hier im südafrikanischen Fusion-Restaurant. Mega, da ist der Burger schon mal. Das andere Fusion-Gericht kommt gleich. Ein African Fusion Burger, ey. Okay, kommt jetzt noch die Schüssel Wasser. Ich dachte eben, da wäre Bacon drauf. Ist aber nicht, da ist so ein... Einmal... Oh, danke, mein Lieber. Einmal das Fufu. Dankeschön, dankeschön. Und einmal die Aquabaro. Super, alles klar, danke dir. Danke, danke. Bun sehr weich. Sehr weich und sehr tief, sehr dick und sehr viel. Bissige Mayo, sehr bissige Mayo. Da kommt der Burger. Geile Süße. Geile Effekt von diesen Kochbananen. Vom Mundgefühl, wenn du nicht weißt, was da drin ist, denkst du vom Crunch, dass es Bacon ist. Das ist aber kein Bacon. Es sind diese Kochbananen, die gar nicht knusprig frittiert sind. Hier haben sie auch nochmal extra. Rucola noch drin hier. Wir haben 3 Runden hier. Ich werde auch gleich noch mit der Hand essen. Wir haben also Fufu, richtig mit der Hand. 2 Knaller haben wir hier noch. Mir fällt gerade ein, ich bin euch noch eine Bewertung vom ersten Laden schuldig. Habe ich voll verscheppert, kriegt ihr am Schluss noch. Erstmal zum Burger, direkte Bewertung. Außen muss man reinkommen. Außen ist noch sehr das Bun im Vordergrund. Innen, wo die Masse vom Burger mehr wird, da stimmt das Verhältnis, da wird es geiler. Also wirklich gelungen. Erstaunlich geil mit den Kochbananen. Gebe ich eine 7,7. Alleine für diese ausgefallene Kreation. Geiles Ding. Nochmal die Kochbananen hier einmal. Will ich euch nochmal präsentieren, die Soße dazu, die soll scharf sein.
einzigartig, Leute. Die hat Power, die Soße, scheiße, ey. Wirklich, die wirft die in kaltes Wasser rein. Die wirklich, ich krieg gleich Schluck auf, scheiße, ey. Gar nicht mit gerechnet. Die ist Feuer und Eis zugleich. Die brennt verdammt nochmal doll, ultra scharf, aber sie holt dich erstmal ab. Richtig kalt und auch so vom, ich möchte nicht sagen, sie ist auf einen Schlag neutral und schmeckt nach nichts, aber die holt dich so auf den Boden der Tatsachen. Erstmal ist gar nichts. Dann ist sie so, als würde sie alles neutralisieren in deinem Moment und dann kommt diese Fruchtigkeit von der Chili. Die kombiniert sich mit der Banane, diese Süße, leicht im Unterton. Schönes Ding. Geiles Restaurant, Leute. Geiles Restaurant. Runde Nummer 2. Hol mich auch ab, Leute. Ich hab da vor Augen, bin gerade beim Afrikaner. Ein Afrikaner, der kriegt ein geiles Essen. Hat einfach ein Stück Brot, weil eigentlich wird das ja auch nicht im Tortilla gegessen. Eigentlich wird es so auf dem Teller gegessen. Der hat das Brot, dippt das rein mit der Hand, nimmt alles auf in seine Hand, steckt das rein. Durch die ganze Flüssigkeit wird das Brot so ein bisschen aufgeweicht, so ein bisschen saftig. Und das spürst du nur, dass du es in einem komprimierten, geilen Biss hast hier in dem Wrap. Immer wieder die Kochbanane mit einer geilen Süße, auch in diesem Ding wieder. Dann hast du dieses Popcorn-Chicken mit einer knackigen Panade, wirklich knackig, hol dich immer noch ab. Der Reis irgendwie gibt den ganzen Fülle, trotzdem geiles Mundgefühl, nicht matschig, alles perfekt gegart. Ab zum nächsten Gericht, Leute. Fufu. Scheiße, ich hab's euch versprochen, ich muss jetzt auch mit der Hand essen, ey. Ich nehme aber nur eine Hand, damit ich das hier auch noch dokumentieren kann. Ich will ehrlich mit euch sein, das Fufu ist nicht meins. Da ist irgendein Gewürz bei, das trifft nicht meinen Geschmack. In dem Sinne sehen wir uns nochmal zur Bewertung. Vom Rap, vom ersten Laden auch. Abschlussworte, ja, da sehen wir uns gleich. So, also wirklich krass empfehlenswerter Laden. Also wirklich diese Kochbananen, die Soßen, dieser Wrap, der Burger. Eigen, anders, kreativ, Bombenladen. Das Fufu, muss man einfach sagen, das Gewürz hat mir nicht getaugt. Aber das sollte jeder selber testen für sich. Was hatten wir noch? Genau, Wrap hätte ich eine 8,4 gegeben. Wirklich starkes Ding. Hat abgerockt. Und nochmal zum ersten Laden, das Pizza-Ding. Heute meine absolute Nummer 1. 9,5 Punkte, also da ist nicht viel Luft nach oben. Also krankes Ding. Scheiße, ey. Oh, yeah, 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 yeah. Hollins Fein, 6-1. 4. Lasst einen Daumen oben scheppern und Kommentar da, was jetzt für ein Video sagt. Für ein Video sagt, kann er nicht mal mehr reden. Ich küsse euch alle. Macht euch einen schönen Tag. Ja, und bis zum nächsten Mal.